Hallo und herzlich willkommen hier bei Ironhide 2019. Folgt ein weiterer Part des Anfängerguides von Marvel Strike Force und ich gehe heute ein bisschen auf die dunkle Dimension ein. Ich sage gleich vorab, ich habe Dunkle Dimension 2 gerade das erste Mal durchgespielt und spiele gerade das zweite Mal. Und DD3 habe ich noch gar nicht gespielt, weil ich dafür noch keine Charaktere habe. Das ist schon mal als Information. Also habt ihr noch Anregungen, weitere Tipps für alle Anfänger, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, DD1, ihr bekommt dort Gold, ihr bekommt dort viele Materialien, also viele orangene Ausrüstungsmaterialien, und die einzige Voraussetzung, die ihr habt oder die eure Charaktere haben müssen, sind die 6 Sterne. Geht relativ schnell, also so, ich habe mit dem Team hier gespielt, waren meine Charaktere, die ich relativ schnell auf 6 Sterne hatte, beziehungsweise ich habe zum Teil auch mit Rocket gespielt und gut. Also die ich halt auf 6 Sterne hatte. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, war nicht ganz optimal, aber bin dann durchgekommen. Die Belohnungen sind 1000-mal wert, denn so könnt ihr die Charaktere auf Ausrüstungsklasse 12 und 13 und auch 14 bringen. Mit den orangenen Materialien, die relativ knapp sind. DD2. Für DD2 ist es schon ein bisschen herausfordernder, denn ihr benötigt die Ausrüstungsklasse 13. Dafür werden ja schon viel Gold bzw. viel orangene Materialien benötigt. Ihr bekommt aber dafür sehr, sehr viele weitere orangene Materialien, ihr bekommt sehr, sehr viel Gold, ihr bekommt Mega-Orb-Fragmente und es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr bekommt Ultron. Also wenn ihr das erste Mal durchgespielt habt, habt ihr Ultron auf 5 Sterne. Wenn ihr das zweite Mal durchspielt, habt ihr ihn auf 7 Sterne. Hier seht ihr noch einmal die ganzen Materialien, die es gibt, wenn ihr es geschafft habt. Ja, DD2. Ich habe DD2 recht spät erst durchgespielt, weil ich Prioritäten sehr, sehr genau setze und nicht einfach irgendwie meine stärksten Charaktere auf G13 bringen wollte. Deswegen habe ich ein bisschen länger gewartet und habe darauf gewartet, dass ich Black Bolt habe, beziehungsweise auch Jojo, und das ist mein Team. Mit dem Team kann ich aber auch locker jetzt durchrennen. Also da mache ich zum größten Teil sogar Autoplay und da habe ich überhaupt gar keine Probleme mehr. Hat zwar dafür ein bisschen länger gedauert, ich habe Ultron jetzt nicht als erstes gehabt, beziehungsweise habe jetzt Ultron sehr, sehr spät gehabt. Habe aber auch schon im letzten Part, beziehungsweise im Part, ich habe aber auch schon im Part, wo ich über die Arena gesprochen habe, erzählt, dass Ultron ja noch super gut ist, aber dadurch, dass ihm die Bonuspunkte von den Red Stars fehlen, halt ist er überholt, würde ich jetzt behaupten, weil hier in meinem Team, das ist jetzt mein optimales U7-Team, mein Arena-Team, und ich komme damit gut klar. Und Ultron habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, außer mal in der Kriegsverteidigung. Und vereinzelt ist er auch immer noch mal in der Arena, aber hauptsächlich eigentlich nicht mehr. Und deswegen hatte ich da jetzt auch nicht so den Ansporn darauf, deswegen DD2 dringend spielen zu müssen, beziehungsweise da jetzt Charaktere auf G13 zu bringen, die ich später nie wieder brauche. Weil das ist das, was ich versuche immer umzusetzen, dass ich die Charaktere nur so weit pushe, wie ich sie benötige. Weil ein Charakter, den man halt nur für DD2 jetzt nimmt und danach kommt er in keine Verteidigung, der ist nicht für den Krieg nützlich, der ist nirgendwo, braucht nicht für die Arena. Na, und da habe ich sehr viel Gold dann reingebracht und natürlich am wichtigsten sind noch die Materialien, die man ja nicht en masse bekommt. Und deswegen habe ich mich beschlossen, jetzt vor kurzem erst die DD2 durchzuspielen. Jetzt gerade lasse ich immer wieder durchlaufen und bin jetzt hier bei dem 14. Knoten.
wie gesagt, fast alles im Autoplay. Die Deadpool-Knoten waren am anstrengendsten, weil durch die Deadpools, da bin ich auch das erste Mal hängen geblieben mit meinen vorigen Charakteren. Wenn ich die zwei Knoten nochmal spielen soll und euch sagen soll, worauf es ankommt, die Deadpools zu besiegen, vielleicht habt ihr dort ja Schwierigkeiten, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Dann kann ich, wenn ich das ja das erste Mal durchgespielt habe, was jetzt die nächsten Stunden passieren sollte, dann kann ich die zwei Knoten nochmal machen, weil die sind schon tricky. Deadpool wurde ja, da gab es ja ein Update und deswegen, der heilt sich besonders gut, besonders durch negative Effekte, die auf ihn ausgelöst werden. Und wenn ihr hier meine vorigen Charaktere seht, also Star-Lord gibt negative Effekte, weil er dieses zum, ja, das erblindend macht. Wissenschaftsexpertin gibt sehr, sehr viele negative Effekte. Und genauso wie Minerva, Hela, Shuri ebenfalls. Und das ist schon besonders anstrengend. Deswegen habe ich das in Verbindung mit Jojo und Black Bolt dann ganz gut hingekriegt. Mit Black Bolt alleine ging das auch nicht so gut, weil Black Bolt dann doch nicht so genug Schaden gemacht hat. Und aber zusammen habe ich es dann hinbekommen. Ja, das war DD2. Zu DD3. Ja, kann ich jetzt noch nicht ganz so viel sagen. Ich habe es noch nicht gespielt. Für DD3 braucht ihr auf jeden Fall einzelne Charakterklassen, also Stadtcharaktere, Globalcharaktere und mystische Charaktere und alle auf Ausrüstungsklasse 14. Also ihr könnt pro Knoten immer nur bestimmte Charakterklassen benutzen. Aber auch hier gibt es sehr, sehr viele orangene Materialien, viel Gold. Und hier auch die Red Star, das Elitegeld. Elitegeld, genau. Nein, ist das Beförderungsgeld für den Elite-Shop. So. Also auch richtig gute Belohnungen, lohnt sich auf jeden Fall. Aber da hapern sehr viele auch sehr lange dran. Es ist schon besonders schwer. Ich denke, das dauert noch einen Moment. Ich habe aktuell. Schauen wir doch einmal mal kurz durch. Ich habe aktuell nur Minerva und Black Bolt auf Level 14. Ansonsten habe ich. Na, wo ist mein Black Bolt da? Also, ihn habe ich auch auf Level 14, beziehungsweise ja Ausrüstungsklasse 14. Und alle anderen habe ich maximal auf 13. Sie könnte ich auf 14 bringen, weiß noch nicht, ob es mir jetzt gerade das Gold wert ist. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal noch so und schaue erstmal noch, welche Charaktere ich als nächstes level. Aber die sind jetzt alle auf 13. Und so werde ich es auch erstmal belassen. Ich kann noch mal wenn ich bei DD3 angekommen bin, ein separates DD3-Video drehen, wenn euch das interessiert. Schreibt es mir in die Kommentare. Und abonniert den Kanal, um keine weiteren Parts zu verpassen. Bleibt gesund. Tschüss.